Macht noch alles schön. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Melanie ist meine Sauerstofffähin, jetzt ist die Sauerstofffähin von den Koi. Wir haben hier, wie versprochen letzte Woche, als wir angekündigt haben, dass nächstes Wochenende wieder Koi Outlet sein wird und Chris mitgeteilt hat, dass er auch persönlich physisch hier vor Ort ist mit seinen Eigennachzuchten. Da habe ich angekündigt, dass wir Anfang der Woche Sie, wie zu jedem Outlet, das ist immerhin schon das dritte Outlet, oder? Das dritte oder das vierte? Das dritte Outlet. Dass wir Ihnen mal kurz zeigen, um welche Fische es geht, welche Preisvorstellungen wir in etwa haben. Natürlich, das variiert von Fisch zu Fisch. Nachher nochmal, und ich kann Ihnen sagen, die Qualität ist wie die letzten beiden Mal wirklich vorzüglich. Und diesmal haben wir auch ein paar wirklich Spezialitäten dabei. Auch Koi, wo wir sagen, wenn Sie sie jetzt ausgesucht haben und noch nicht mitnehmen können, dann würden wir die auch für Sie vielleicht sogar im ganzen Sommer groß sind. Nicht vielleicht, sondern das sind wirklich exzellente Kumonryu. Wir haben auch exzellente Yamabuki aus vom Shipment von vor zwei Wochen. Da lassen wir die Leute nachher auch noch reingucken. Da hat uns Makoto Konishi wirklich von seinen allerbesten Jumbo-Tosai 25 Stück geschickt. Sind nicht die günstigsten Koi, sage ich Ihnen gleich. Die liegen in etwa so wie unsere Jumbo-Tosai Karashi-Koi, immer so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Aber das sieht man relativ schnell an der Körperstruktur schon. Das ist absolut feinste Ware. Ansonsten, was haben wir? Wir haben Nanashi, wir haben Kumonryu, zwei Platinum, wir haben wie immer Koyo, Karashigoi, Ochiba, Yamabuki, Deutsch Yamabuki, also auch die günstigere Qualität haben wir da. Fehlt noch irgendwas? So ein paar Chagoi-Typen, was immer auch. Ginrin. So, ein paar Ginrin, ja. Aber Ginrin versteifen sie sich da nicht so sehr. Da sind wir mittlerweile wirklich ausgelesen. Auch jetzt die aktuelle Auktion, die heute gestartet ist. Ich denke, dass das erstmal für längere Zeit so das letzte Mal sein wird. Jetzt nehme ich die Kamera auf die Hand und Melanie wird belüften. Von den Kumonryu, das ist echt geil. Ich liebe die wirklich. Ich sage Ihnen, da, eigentlich müssen Sie jetzt schon welche bestellen, da können Sie gar nicht anders. Und da haben wir auch nicht nur die, machen wir raus, ich wollte gerade mit dem anfangen, da haben wir auch nicht nur die paar wenigen da, der größte hat hier über 50. Sondern da haben wir wirklich mit Sicherheit 15 Stück, 10, 15. Gucken Sie mal den größten da. Da sage ich Ihnen, wenn der heute in Japan schwimmen würde, da würden Sie mehrere tausend Euro für bezahlen. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Auch er hier. Das sind alles Weibchen. Und wenn Sie da einen aussuchen, ich sage Ihnen aber gleich, die fangen irgendwo bei 600 Euro an und enden. Ja, er hier oder er hier, da will ich schon. Da müssen wir verhandeln, da kann ich jetzt noch nichts sagen. Ich hätte jetzt was, du hast gesagt, nein. Aber Sie wissen, nee, wer mich kennt, weiß, ich übertreibe nicht. Mit einem freundlichen Lächeln und gut zureden geht da schon was. Also das sind die Kumonryu und hier auch nur eine kleine Auswahl. Der Beste ist, glaube ich, noch gar nicht dabei. Gucken Sie mal den Leopard hier. Den wollte Melanie. Gibt's aber nicht. Der gefällt für die dir, ja? Deine Chefin Sandra Lechler, das große Kumonryu-Fanin. Hier haben wir Nanashi-Goi und zwei Platinum-Ogon. Die Nanashi zweijährig, also die Kumonryu sind auch zweijährig, hier auch alles zweijährig. Richtige Bretter, die Nanashi, ein paar zeigen schon leichte gelbe Schuppen, aber das ist wirklich die gesuchte Ware, die jetzt hier sehen Sie, die orange Schuppen. Das ist wirklich die gesuchte Ware, die in den nächsten Jahren bretthaft groß werden wird. Tolle Tiere. Nanashi haben wir, wie viel haben wir da, Melanie? 10 vielleicht? Ja, so um die 10. Ein bisschen mehr. Platinum haben wir nur die 2. Wie immer, um Anmeldung wird gebeten. Das ist wichtig. Hier haben wir, ja, wir haben auch wieder sehr viele Koyo. Die sind jetzt wirklich schon, zum Teil steuern sie auf die 30 zu. Karashigoi, sind alle ein bisschen nervös. Aber Koyo auch wirklich tolle Ware, da können wir Ihnen nicht sagen. Hier schauen Sie mal, ob Männlein, Weiblein bei den Koyo. Wirklich ausgeschlossen, aber wir können Ihnen sagen, dass egal ob Männlein oder Weiblein, die Qualität ist toll. Das letzte Mal waren es 150 Euro, jetzt haben wir die Qualität nochmal nach oben geschraubt. Wir fangen bei 200 Euro an und wenn wirklich ein Außergewöhnlicher dabei ist, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich sage mal, der Großteil um die 200 Euro. Schauen Sie sich mal den da an, den Orangenen. Sie glauben gar nicht, wie schnell der sich in den letzten Wochen durchgefärbt hat. Absolut toll. Und hier, jeder, der schon mal hier war, unser Bekannter. Ginrin, Ochiba, Yamabuki, einfach ein witziger Kabari-Mono-Mix. Und auch hier zwischen 200 und 400 Euro. Jetzt dürfen wir Ihnen auch so langsam das Geschlecht mitteilen können. Ziemlich sicher,
Guck mal, wie schön das aussieht auf dem Video, Melanie, wie hier seitlich das Licht durch die Wanne reinkommt. Oh ja. Das ist doch was. So, machen wir hier noch das Becken auf. Hier haben wir noch die Yamabuki drin. Ich würde, ja. Mhm. So, das ist die First Class, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist also wirklich, wenn Sie die kaufen, hier lassen und in unserer Obhut bis Herbst haben Sie einen Fisch mit knapp 60 cm. Und da habe ich den Mund jetzt nicht mal zu voll genommen. Hallo. Und hier sind noch die anderen Koyo. Und Karashi. Und aus dem Becken kommen auch noch Fische. Also wir haben Material genug. Melanie wird anwesend sein, Freitag am Mittag und am Samstag. Und ich vielleicht auch. Nein, ich werde sehr sicher da sein. Und Chris dann am Samstag. Melden Sie sich an, melden Sie sich schnell an. Und dann wird's gut. Alles klar? Wir freuen uns auf Sie. Und Melanie kann es kaum erwarten. Heute war übrigens jemand da. Meet and greet heute Morgen. Der hat einen Traumberuf gehabt. Ich sage doch immer, wir kennen wirklich aus jedem Bereich etwas. Aber da hat sogar Melanie heute Morgen gestaunt, was der von Beruf war. Und das wird sie dann jedem am Freitag, Samstag persönlich erzählen. Aber genau. Nicht im Blog. Im Blog sagen wir im Blog sagen wir das nicht. Alles klar, in diesem Sinne. Ich freue mich. Bis Samstag. Tschüss. Und tschüss.